Web-TV ist auf dem Weg zum Massenmarkt. 2012 oder 2013 werde der Durchbruch auch in Deutschland kommen, denkt Manfred Auer, Inhaber der Product Placement Agentur Arrangement Group, die sich mit der Finanzierung von Bewegtbildinhalten im Web beschäftigt. Im Moment müssen die Produzenten noch in Vorleistung gehen. Das heißt also, Web-TV lebt im Moment noch aus Archiven. Also in Amerika gibt es, soweit ich weiß, jetzt auch noch keine reinen Produktionsbudgets von den Portalen. In China gibt es das aber sehr wohl und der Trend wird in diese Richtung gehen. Doch wie werden Inhalte im Web-TV künftig finanziert? Auf keinen Fall funktioniert halt seine Pre-Roll-Finanzierung, weil die unberechenbar ist. Mid-Rolls sind aus meiner Erfahrung tödlich für alle Beteiligten, weil die Zuschauerzahl drastisch runtergeht um mehr als 50%, in Extremfällen sogar um 90%. Und die Post-Rolls gibt es auch inzwischen Untersuchungen, die werden einfach nicht wahrgenommen. Das heißt, sie haben überhaupt keine Nachfrage mehr. Die Lösung werde in Zukunft also eine Mischung sein. 20-30% aus Pre-Rolls, meint Auer. Ein Anteil von 50% werde aus Programmsponsoring-Einnahmen fließen müssen. Der Rest von 20-30% müsse aus Product-Placements kommen. Finanzierungsmodelle, wie sie in Zukunft auch in Deutschland tragen dürften. Aufgrund der Umsatzzahlen kann man aber jetzt, wenn nicht irgendwelche Einbrüche in 2011 noch passieren, kann man sich ausrechnen, dass es die ersten Auftragsproduktionen jetzt auch von den Syndication-Netzwerken und gegebenenfalls auch von den Portalen im nächsten Jahr geben wird. Das werden noch keine immens hohen Budgets sein, aber der Startschuss, bin ich ziemlich sicher, wird 2012 fallen.